Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich für euch das Multipack der neuen Serie FIFA 365 Adrenalin XL 2019. Die weltbesten Teams und Spieler. Dann steht hier noch drauf, gratis Online-Game, Code auf jeder Karte. Das kennen wir ja schon von der letzten Saison. Dann haben wir hier oben drauf stehen 30 Karten für 4,90 €. 5 Tüten, also Booster, plus eine Limited Edition Card und eine Special Card. So, hier sieht man noch die deutsche Edition. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, Müller in Deutsch hätten, dann würde das hier drauf sein, Deutsche. Und hier hinten ist nichts drauf. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Intro und danach geht's dann los. So, dann starten wir mal. Also gestern kam ja schon der Blister. Schauen wir mal. Na, bin ich. Okay. Machen wir nochmal. So, jetzt aber. Jetzt hat es verloren. Okay, riecht ein bisschen streng, aber egal. So, ich bin mal gespannt, wie sie sich abmachen lassen. Also bei Collectors habe ich gesehen, ging sie eigentlich recht gut ab. Also die ersten obersten hier. Und die untersten waren dann fester. So. Ein bisschen drehen und dann ziehen. Dann geht das. So, hier ist noch ein bisschen Kleber dran. Das ist nicht schön. Also da hängt noch ziemlich viel Kleber jetzt dran. Also ich denke mal, dass heute viele an die Kiosk laufen und oder sonst irgendwo hin, Zeitschriftenhandel, um sich die Serie hier zu holen. Aber leider gibt es ja noch nicht das Starter-Pack. Das ist echt bitter. Kommt, glaube ich, so erst am 13. raus. Also es lässt sich besser abmachen, aber der Kleber ist ziemlich. Bäh. Ja, ich lasse es jetzt so. Ich drehe sie so rum, dann pappen sie nicht aneinander. So, der sollte eigentlich. Ah, es geht. Der nächste. Boah. Okay. Also, der hier ist bei Collectors kaputt gegangen. Also hinten aufgegangen. Na, es geht. Gut. Ja, ihr seht schon hier, ich lege die jetzt mal alle einzeln hier so hin. Sonst bappen sie nie. Bappen sogar an den Fingern. Seht ihr das hier? Pfui. So, und hier kennen wir den Trick mit dem Drehen. Also Blue Ocean macht das viel besser, finde ich. Ja, toll. Hat man hier noch den Dreckskleber dran. Na, super.
Also Panini, hier müsst ihr noch irgendwas tun. Das ist nicht okay. Das ist so eklig, der Kleber. So, ich zeige euch mal die Karte. Ich muss die von hinten irgendwie noch sauber bekommen. Weil ihr seht hier. Klebereste. Die muss ich leider mal so hinlegen. So, ich hoffe jetzt, dass bei der Limi das besser abgeht. Na, komm schon. Ach, hier hängt jetzt auch noch Kleber dran. Oh, Panini. Das ärgert mich. Muss ich noch schauen, wie ich die Reste hier abbekomme. Hier seht ihr es hier auf dem Spielfeld. So, hier haben wir die Limi von Dries Mertens. Die muss ich leider jetzt auf den Kopf legen hier. Ah, klasse. So. Dann schauen wir mal, was wir hier in den Boostern haben. Das klebt wie eine Sau. Also freut euch, wenn ihr Unboxings macht. So. Okay. Also hier ist nichts so Weltbewegendes drin. So. Augustin Rossi. So, dann haben wir hier Isco. Den hatte ich gestern schon gezogen, von Real Madrid. Irgendwie spinnt meine Facecam, sehe ich mal gerade. Ärgert mich. Obwohl ich hier schon genug Belichtung habe. Dann haben wir hier Chiellini von Juventus. Hier haben wir Matthias Vecino. Hier haben wir dann Abila, Ramon Abila. So, und jetzt kommt hier wieder was für Kolle, die Schalke Gladbach. Oder Batch. So. Ich glaube, das ist schon meine vierte Club Batch. Muss ich nur gucken, wie ich die zwei hier sauber bekomme, die zwei Dinge, die Karten hier. Sollen sich mal eine halbe abschneiden von Blue Ocean oder sowas. So. Also die Dreherei ist immer noch so, also da hat sich gar nichts getan. Oh, was ist das? Ah, gut. Guido Burgstaller, Schalke. Schalke 04. Dann haben wir hier Philippe Coutinho von Barcelona. Dann haben wir hier Luis Adriano. Hier haben wir Julian Weigl von Dortmund. Dann haben wir Philippe Luis von Atletico. Und was haben wir jetzt? Oh, ein German Star, Julian Draxler. Und hier sieht man auch jetzt, warum hier German Edition steht.
Hier rechts. Na. Sieht ja mal richtig nice aus. Die lege ich mal hier hin. Sieht man sie noch? Ich kann ja leider die anderen zwei Karten nicht rumdrehen, sonst boppen die mir auf dem Tisch fest. So, noch zwei Booster, drei Booster. Eklig. Und dann soll man näher noch die Karten anfassen. So, ich drehe sie erstmal richtig. So. Gaston Ferreiro. Dann haben wir Edison Cavani von Paris. Hier haben wir Leroy Sané, wie Jogi Löwe mal sagt, hat er gestern schon wieder gesagt. Leroy Sané. Dann haben wir hier Leonardo Jara. Dann haben wir hier FIFA World Cup Heroes, wieder eine. Ich habe gestern schon eine gezogen. Hier haben wir jetzt Jesse Lingard. Und die nächste German Star, Marco Reus. Was ist das für ein Multipack? Zwei German Stars. Weiter geht's. Stört euch nicht wegen der Facecam hier. Also mich sieht man ja richtig, aber irgendwie ist mein Stuhl merkwürdig. Merkwürdig. So, weiter geht's. Ich drehe wieder alles richtig. Okay. So. Oh, Messi im Pack. Messi im Pack. Jetzt kann ich als Videotitel Lionel Messi im Pack. Ein 90er Sturmstärke. Okay. Naja, hier haben wir jetzt Rabiot von Paris. Dann haben wir hier Cicero. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Dann haben wir Thomas. Keine Ahnung. Von Atletico. So, hier haben wir dann die Fans Favorite Marcelo Matches 400 Plus. Ich glaube, die habe ich schon. Na, hallo. Na, hier hin. So. Und hier haben wir FIFA World Cup Heroes Kylian Mbappé. Stark, 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 stark. Der war echt stark bei der WM, finde ich. Modric und er sind natürlich klasse Spieler gewesen. So, letzter Booster von dem Multipack. Schauen wir mal. Ihr seht ja noch nichts. Das ist sehr schön. So.
haben wir denn hier? Okay. So, hier hatten wir Tiquinho Soares. Hier haben wir Maicon. Dann haben wir hier Derek Lukasen. Dann haben wir hier Stefan Savic. Dann haben wir hier als Defensive Rock Daniel Schwab. Duels won 58%. Auch irgendwas. Achso, Deutscher, stimmt. Ist ein Deutscher. Und hier haben wir Impact Signing Gianluigi Buffon. Ein bisschen mehr. Hallo. Ja, feels good. 28.01.1978. Ja, das war das Multipack. Ich kann euch ja nochmal die Limi hier zeigen. Muss nur aufpassen, nicht. Dries Maddens. Und die umgedrehte Club Badges von PSV Eindhoven. Muss ich jetzt erstmal irgendwie sauber bekommen hier hinten und dann und eine leere Mappe tun. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und freut euch auf mehr auf meinem Kanal hier von dieser Serie. Sag mal bis zum nächsten Mal und ciao.